choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail Idle Animation. Also, was sag ich jetzt? Okay. Ah, ich glaube, ich noch im Gesicht bleiben sein. Sie ist voll putzig. Und ja, wir machen heute weiter mit der Story. Ich habe noch keinen einzigen von den letzten beiden Parts hochgeladen, aber macht ja nichts, ne? Gut, ja, wie man sehen kann, Yunli ist am Start, weil die haben wir ja letztens gepult, ne? Ich habe sie noch nicht vollkommen fertig hochgelevelt. Da fehlt noch ein bisschen was. Was ist kurz vor Level 72? Das darf nicht wahr sein. Mach hier jetzt fast fertig, ne? Alles wird auf, ja, normaler Angriff tue ich normalerweise auch maximieren. Ab da braucht man hier diese Dinger hier, welche man nicht farmen kann. Da muss man sich immer überlegen, ne? Hier bin ich noch nicht hochgelevelt genug, aber sonst, weil ich Relikte habe ich eigentlich auch schon noch irgendwelche übrig gehabt, glaube ich, bin mir nicht sicher. Also gut, ja, aber ich rechne mal jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie so knüppelharte Kämpfe jetzt hier haben, ne? So, wir machen weiter. Hallöchen. Das ist nicht mein Spielzeug, oder? Ein bisschen kenne ich mich aus. Hast du vielleicht Aufnahmen, die ich mir anhören könnte? Wer bist du? Gongi hört sich zur unvollendeten Musikstück an und versteht den letzten Wunsch des Gukin-Spielers. Wer bist du? Ich wollte gar nicht mit dir reden hier. Ich habe das Ganze verstanden, aber ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Aber keine Sorge, ich glaube nicht, dass du mit leeren Händen von dir zurückkehren musst. So viel ich weiß, lebte vor einigen Jahrhunderten ein meisterhafter Gukin-Spieler auf der Zhangzhou Lufu. Er lernte seinen musikalischen Seelenverwandten kennen, einen kurzlebigen, und deswegen konnte sie vor dessen viel zu frühen Ableben ein Musikstück nicht vollenden. Der Spieler dachte, er würde niemals wieder einen solchen musikalischen Seelenverwandten finden, und er entschloss sich niemals wieder in sein. Wer bist du und was ist das hier gerade für eine Quest? Interessiert mich alles gar nicht. Kollege, was ist das hier? Hallo? Okay. Weiß nicht, wer das war, warum ich auf einmal hier jetzt eine Quest, also eine Nebenquest nehme ich an, so eine kleine. So, hier muss ich hin. Treffe ich am Thron der göttlichen Vorsehung mit dem General, genau. In der letzten Folge haben wir die eine Kollegin getroffen, ne? Aber ich glaube doch nicht, aber ich habe schon wieder gehört, Leute beschweren sich über ihr Design. Also die eine Kollegin hier, die mit den roten Beinen und Armen, ne, die wir letztens getroffen haben, ne? Einige Leute fällt das Design von der Charakterin nicht. Es ist immer das gleiche. Und es sind natürlich wieder Leute auf Twitter. Also, op. Also ja, Twitter sind wieder. Leute auf Twitter sind schon wieder irgendwie wegen irgendwas hier knatschig. Man kennt es, ne? So, genau, hier ist das, genau. Das ist in seinem Thronsaal. Na gut. Platsch, da steht sie. So, was geht hier ab? Einer hat irgendwie versucht, diese eine Fracht hier reinzuschmuggeln, genau. Da, Zhangjing ist auch hier. Ich glaube, wir kriegen heute im März einen neuen Pfad endlich mal freigeschaltet. Pantela ist der Weltboss. Er ist dann auf Penokuni, ne? Sankt Medikus. Haben wir den nicht schon letztens getroffen? Warum stellt er uns jetzt hervor? Die habe ich wieder im Team mit reingenommen. Weil letzte Team mit Kneifen hat irgendwie nicht so geklappt, leider. Ich
Wolkenquintett, genau, das sind diese ganzen Schwertkämpfer. So er Blade. Diese eine Katzenlady, die gestorben ist. Dann Han. Genau, und Werwölfe haben auch bekämpft. これまでの大きな戦いで起きたことは今でも全て覚えている。その忠誠心を疑い、憶測でお前さんをバカだ無能だと決めつけている連中は新作将軍の失策を喜ぶ。 なぜなら、それがやつらの能力がなく、ただ他人の失敗を見ることを養分にして生きていくことを望んでいる。Ignoriere all diese Noobs da draußen。わしは多くの失敗を見てきたが、それよりもお前さんの忠誠が変わっていないことを信じたい。では。 今回剣木の災いの顛末について探る。なお、では、俺たちのトップ。妖精の秘書将軍だけということです。だから、結構、ポイントフィジー。え、自分たちは、オーガン、ポイント、ディスコール。いや、それはわしもだ。これ、今度は、来週に行くんだ。予想外なことばっかり言うね。元帥はわしに先週ラフに行くよう命じた。 Jetzt fangen wir nicht auch mit den Übersetzungsfehlern an. Was soll das denn? Was bedeutet das? ケイゲンが天令を開く意図も彼が直面している情勢についてもよく知っている。このような命を下したのはきっと彼女も二つの剣を同じように重要だと思っているからだろう。 外縁将軍、あなたの敬願に心からの敬意と感謝を。このことは深く心に刻んでおこう。しかし元帥が下した命を皆の前で明かしてしまってよかったのか。お前さんが列車の証人を紹介したのはわしと秘書のライト、 わしとお前さんの間に矛盾があるかどうかをはっきりさせるためだろう。だから、リボンズ・アライアン、彼はニクスメイヤー・チーフ・ゲームね。彼はニクスブーズ・メイヤー・パシアのラーメンを愛する部分。剣木の災いについて問うのは秘書将軍で、わしはただの傍聴人に過ぎん。それよりも、わしが関心を持っているのは、 演武天霊が無事に開催されるかどうかという点だ。ああ、そういえばラフに来るにあたり、演武天霊のために贈り物を用意してきたんだ。Okay. So, ah, ich weiß schon. Wir kriegen jetzt bestimmt hier ein Schwert. Bewundere das Schwert. Wir kriegen jetzt bestimmt ein Schwert und Merz tut das dann ausrüsten, ne? Hast du nichts zu sagen? Versteh's nicht. Ich bin du. Zeig. Ja, in diesem Kasten geht ein gedämpftes Licht aus und es ist in dem Material gefertigt, das weder Holz noch Metall zu sein scheint. Seine Oberfläche ist kunstvoll mit Metallfäden verziert, die in ein kompliziertes Muster aus Lotusblühen darstellen. Und genau das wollte ich auch gerade sagen.主催者は武芸に秀でた選手を森人に選び、司法の挑戦に応じることで選手の武徳が盛んであることを示す。請求列車が天令を見に来ると聞いた時、てっきり今回の森人はラフのリュウソンだと思ったのだが、海援将軍、冗談はよしてくれ。観客の流女はまだ若く、 武芸にも通じていない。バイロー、ist sie nicht irgendwie auch
お前さんには負けると思うがな。この箱何？海炎将軍、なんでこれを開けないの？これは演武天礼のために用意した剣箱だ。今は体が数日すれば宝剣が届き、この中に収まる。ああ、ich muss jetzt die Zeremonie abschließen, um ihren Pfad freizuschalten. あ、私もやって、なんて、ストーリーを一緒にね。そのどれもが秀逸で、一言で全てを語るのは難しいのだが、いずれにしろ、まだ宝剣を送り届ける施設団は到着していない。この剣箱はひとまずここに置いておこう。ずっと考えていたんだ。 どんな人材なら宝剣にふさわしいのかと考えに考えた末、今回の演武強報の商品として送るのがいいと思った。あ、それで、パソコンブロックスカンチフェアット。勝者なら宝剣にふさわしい英雄だろうからな。それに今回の守り人は剣術に優れた元凶君が任されると聞いたからな。この贈り物は実にぴったりだろう。 海炎将軍のご好意、痛み入る。おじいちゃん、私に剣を送りたいなら、なんでこんな遠回しなことするの？小娘、自信満々だな。だが、必ずしも元凶君に勝てるとは限らんぞ。ウンリさんが剣を愛してることは僕も知ってる。でも残念ながら、 剣はいつだって自分にふさわしい持ち主を選ぶんだ。宝剣を手に入れたって、それが他人の手に渡るのを防げない人だっている。今日の探偵師の勝負、まだついてなかったよね。興味があるなら君が選手主命を代表して舞台の上で戦うこともできるけど。望むところだよ。誰が勝つかはまだわからない。 Entweder Toto oder eine Katastrophe. <笑>いい加減にせんか。全く客人の前で。 わしが宝剣を送るのは天霊に凶を添えるためであって、お前たちの言い争いで同盟の友情に傷をつけさせるためではない。二人とも相手に負けない自信があるようだが、勝負ごとには必ず勝ち負けがあり、友情に傷がつくことは避けられない。そこでわしに考えがある。 まだ勝者は決まっていないが、お前さんたちのどちらか一方とは限らない。商品を手に入れたい。二人で協力して生徒に武芸を教え、そうべつメアツ、そのシュワードキャンパー、エンアイスクラー。少なくとも一回の勝利を収めるのだ。そんなのってない。運気の剣士が勝利するのはわしとしても喜ばしいことだ。 しかし、技術を伝え、それを広め、他者のために役立てることの方が意義がある。この人が運気剣術を使い、列車の代表して演武天霊に参加して、大いに腕を振るってくれたら、わしも嬉しい。海炎将軍の考えは実に面白い。弟子に芸を授けることでこそ、教育の精神を育める。 そうすれば、勝者だけが何かを得て、敗者は何も得られないという事態も避けられる、ということだな。ただ、私はちょっと前からボスを出して。誰？うち？うちなの？あ、どれ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 ？うち
なんて使ったことないんだけど、ゼロベースできるわけないじゃん。最後に師匠に恥をかかせて波紋なんてことになっちゃったらどうするの？ Nimm einfach dein Schicksal an, Merz. Nano, Maini, Ken, Skyrion, Narita, Date, Tashi. Ich bin so ungewohnt, mein Hauptcharakter jetzt die ganze Zeit redet. Also bekommst du neuen Drip dadurch. Mada Teo Quairate in Aigyokuda. Washimo, Donna Huni Secho Surunoka Kyominga Arukara. Dakuno Embu Tende to you Kokio Karitaito Motena. Es ist wie bei Avatar, wo Sokka zum Schwertmeister wird. それに剣士ってみんなそれぞれとっておきの技があるんでしょ。うちに教えてくれる時にうっかりバラしちゃったりしたら、お互いの手の内が分かって勝負にならなくなるんじゃない？みつきなのか、あなた優しいんだね。 安心して、せめて10年は修行しないと、とっておきの技を教えたりはしないから。シュメイの剣術はすごいんだ。いくつか技を覚えれば、きっとずっと役に立つよ。本当？どうやら、ミツキはすっかりその気になったようだな。<笑>わしとしては、まさにその 互いの手の内を知る状況になってほしいんだ。演武の時に一撃で敵を倒しては面白くない。まして剣士の継承を決めるのはとっておきの技ではなく、基本となる技術だからな。では運理殿は承諾したということだな。元凶、君はどうする？将軍、 僕まだ1人前にもなってないのに、他の人に剣術を教える資格なんか。それって負けを認めるってこと？ふーん。他の人に教える自信すらないなら、あなたの代わりに私がラフの演武台を守ってあげようか。元凶、誰かに技術を教えることは自分が学んだことを振り返り、より理解を深めることにもつながる。 君は長年私の弟子としてやってきたが、そろそろ視野を広げる時だ。分かった。将軍がそう言うなら、僕も承諾する。元凶も承諾した。となれば、あとは美月殿が首を縦に振るだけだね。はあ、美月、この剣はお前自身が決めることだ。ノイアドリップ、ノイアドリップ。 Zeit hast du, die beste Schwertmeisterin im Express wirst und die einzige. So sreba, Nano no Yaga, ore no oshiri ni ataru shinpai o shinakute sumu shi na. Uchi kougeki hazushita koto nante nai n da kedo. Uchi mo sore de okke. Kaien shogun, arigato. So konakute wa na. Dewa. Das ist gezeichnet. Ja, heißt halt, wir treffen noch Zusheng. Ist auch ein Mitglied der Wolkengötter. わしとウンリは先に行って、ミツキさんの修行のための準備をしてこよう。なに、弟子入りの礼だと思ってくれればいい。そこまでしなくても。って、待って、弟子入りの礼って普通弟子から師匠に贈るものなんじゃ。 Julian lächelt still und verlässt bald darauf mit Julian den Thron der göttlichen Dingenskirchen. Okay. Vorsehung. 将軍が大事なことについて相談したいって言ったからなのに、いつの間にか僕とウンリがミツキさんに。恐らくだが、海燕将軍はしばらくの間。俺たちにラフに。Vince ist natürlich ne. Aber sind wir nicht sowieso hier, um die Zeremonie beizubringen?
それはそうだが、彼からすれば俺たちはいつでもここを離れることができる観光客と変わらないからな。ラフが同盟に提出した報告書には列車の行動記録も含まれている。彼は俺たちが嘘の話を固めるための要素ではなく、報告通りの実力を持っているかどうかを確かめたいんだろう。演武天霊は海燕将軍の試金石だ。そのために彼は運理まで巻き込んだ。本来は若者二人の勝負だったというのに。今は二人で協力して。Dann haben wir waren alle gerade dabei in den letzten 20 Minuten. Wir haben das alles mitbekommen. 海燕将軍は相変わらず人を困らせる。Was wirklich in den letzten 10 Minuten passiert ist. 申し訳ない。君たちを招待したのは二人の将軍に証人として会わせるためだったのだが、正直に話していなかったのは私の運動だ。今後数週間のうちに海燕将軍だけでなく秘書将軍とも会ってもらい、彼女の質問に答えてもらうつもりだ。その時のために準備をしておいてほしい。Keine Sorge, ein paar Fragen beantworten ist doch keine große Sache. Shogun ga kini suru hitsuyou wa nai. Es ist so ungewohnt, mal die drei hier zusammen zu sehen. Resha no shounin toshite nokori. Normalerweise bleibt immer Dan Hang noch im Express. Arigato. Hält sich vom Plot fern. Shogun. Boku ga shogun no tame ni seoeru mono wa sukunai kedo. Demo boku Rafu no tame ni 絶対演武天霊の演武台を守ってみせるから。ああ知っていると思う。Na, ist klar. Na, warum alle trifft sich Flasche mit ihren alten Kampfgefährten? Oh, Yukong. ここまで待ってもらえるなんて我ながら鼻が高いわ。Hab ich gerade Flasche gesagt? Fäscher. もう30年くらい経つわよね。あ、今度はファミリーテクスト死ねべっけ。30年前、あなたは妖精の請求軍の先鋒で、私はラフの遂行への飛行士だった。でもこうして再会した今、あなたは将軍になって、私は飛ぶことを諦めているなんて、そう考えると。 本当に時間が経つのは早いわね。あ、ファーク mäßig passen die beiden super zusammen。でも30年ぶりとは言えないわね。交渉の共鳴機能では毎日あなたの勝利の知らせが流れているから、毎日あなたの勇姿を見ているのと同じだもの。ところで体は大丈夫？安定してるわ。あの時戦場で私を助けてくれた軍医のことは覚えてる？あの名前も性格も変わっている医師よね。なんて名前だったかしら。確か生姜とかキュウリとか何かの野菜みたいなのが入っていたような。昇級よ。妖精の探偵師に派遣された彼は今は私の幕僚であり専属の医師でもある。ここで彼はずっと私の病状を制御しようとしてきた。もう何年も経つのに私が元気なのはほとんど彼のおかげなの。私の出自を考えればここまで来られただけでも十分満足だわ。あなたの無事を知って安心したわ。ところで今回海燕将軍と一緒に来たのは元帥の命を受けたからでしょ。秘書、友人である私に免じて、同盟がラフの将軍にどんな裁きを下そうとしているのか教えてくれない？剣木の再生は後ろに隠れることに慣れた老いぼれたちに恐怖を与えた。彼らは忌み者が再び現れることを恐れている。まさに30年前みたいにね。ラフからの報告書で事の経緯は説明されてるけど、人滅軍団の侵入が事実なのか、性格ハンターと請求列車がどのように介入したのか、多くの詳細が欠けているの。そしてあなたが知っているように、長い間姿を消していた逃亡犯の渓流が再び姿を現した。今回
彼女は種族の民と棺を連れてきて、元帥に神と戦う方法を献上すると言ってるわ。ラフの粒子も、ケーゲンが同盟を顧みず、追放された粒子の Augenbinde mit den blauen Haaren。林園教の国民を開き、Companion Quest, die ist irgendwie am Sterben, weil die irgendwie diese Krankheit von diesem Planeten hier hat, wo die Leute irgendwie durchdrehen. Deswegen ist sie auch so ein bisschen Yandere-mäßig drauf, weil die irgendwie wahnsinnig wird. Vielleicht sollte ich nur Schwertkämpfer in mein Team nehmen. ごめんなさい。失礼だったわね。今は軽減将軍を擁護すべきじゃないってことは分かっているんだけど、私の性格はあなたもよく知っているでしょ。陰月の乱が終わってからラフは数百年にわたる安寧を享受してきた。これは軽減将軍の働きによるものが大きい。残念なことに、長命種は長く生きていると必ず過去の積み重ねを全て失敗するように失敗をする。Spiel lebt es aber auch echt ein irgendwie nur so mit Plot zu bombardieren, ne? 敵はその瞬間を待っているに違いないわ。Viel zu viel Exposition irgendwie. その通り。だから今回来たのには別の目的もあるの。それは風霊に面会すること。風霊？あのホリジンの選手の風霊のこと？700年以上前からラフの優秀国に禁錮されているあの。Oh, da wird so was von ein Boss sein, gegen den wir kämpfen müssen. 許されぬ。天地が滅びるまで、うんぬんかんぬ。判決文はちゃんと覚えてないけど、そいつのことよ。風霊の面会は、今まで妖精の天白使が派遣した施設が行っていたでしょ。それも100年に一度。それなのに、どうして今あなたが。古族は先週と共に忌み物を狩ることを誓った。それは同胞を解放するためだけでなく、正義のためでもある。あの狼の悪獣は永遠に優秀国に閉じ込められ、毎日罰を受けるべきだわ。ラフの状況を知って、妖精内部は風霊がちゃんと収容されているか不安になったの。今までの100年に一度の面会では、落ち着かせることはできなかったのよ。100 Jahre の Vision。彼らを安心させるために、私が派遣されたってわけ。悪い知らせばかりね。そういうわけでもないわ。少なくとも、あなたが思ってるほど悪くはない。あなたに探すよう頼まれた目標についても進展があったしね。早く教えてちょうだい。請求軍はあなたに提供された航路を捜索して、ナルビ商会の艦船の残骸を見つけた。残念ながら中に貨物はなく、生存者もいなかったけど。でも私たちが事故現場に到着する前に、すでに現場に来ていた人がいたの。それは選手の人？それともカンパニーの？どっちも外れ。玉空、ルアンメイって知ってる？オッケー。Das ist ja die eine Kollegin, die wir auch gepult haben. Nachdem du den ganzen Tag auf den Beinen warst, schaffst du es endlich zum Gasthof Petrichor, wodurch du eine wohlverdiente Ruhe erwartest. Das ist diese eine mit der. Mit der, wie nennt man das Instrument, der Laute. Diese Nacht bist du wegen den Begegnungen mit dem General und den Trubel vor den Kampfkunstzeremonie so beunruhigt, dass du nicht einschlafen kannst. Okay, kann das nicht wegdrücken. Zweiter Tag. Das merkt schon am Trainieren. Will auch sehen. Boah. Boah, mehr Erfahrungspunkte und so. So. Hat sie schon andere Klamotten an? Nee, ne? Ah,
Was war ein Meister wartet vor der Tür seiner Schülerin? Was? Warum bist du auch hier, Jiancheng? Okay. Ja, muss ich. Deswegen habe ich die Frage ein bisschen verwundert, aber ich habe es trotzdem gefragt. ちょっとびっくりしただけ。先に言っておくけど、剣は体と心と力を鍛えるためのもので、一朝一夕で形になる大遊びじゃない。僕は海炎将軍に美月さんに運気剣術を習得させて、演武天礼で少なくとも一人に勝たせるって約束した。だからできる限りのことはするけど、 Was wirst du dann tun? Was ist so ein Ton? 規則はしっかり守って文句は言わない。訓練もサボらないこと。いいね。元気をしょ。もっとシャキッとして思いっきり名の守護かないと。元気はそうですね。あんたちょっとひどくない？そういえば。普段青にそうふげれ。獅子宮の裏に静かな場所を見つけたんだ。そこで一緒に君の初めての授業をすることになってる。 Silbermerz winkt dir und dann hang zu und macht sich auf den Weg. Alles klar. So, ah. Wieder andere Story gespielt. Ich bin nicht mehr. ラフの人が弟子に技を伝授するときの礼儀を見せてあげようと思ってね。たとえ弟子だろうと、僕は自分から迎えに行くんだ。主催側として僕は美月さんにラフ剣術の真髄を教え、演武台の上で彼女を勝たせてみせる。そうすれば君だってラフ剣術にあれこれケチをつけられなくなるだろう。 何でもいいからどいてくれない。主名の剣士がどうやって弟子を可愛がるか見せてあげる。美月なのか、早く来なさい。これは師匠としてあなたに送る弟子入りの。これって先週の服？すっごく綺麗。 剣の鍛錬は身のこなしが重要になる。この服は体にフィットするように作られてるから動きやすいの。いろいろ考えてちょっとした装飾も用意したんだ。雲理師匠優しい。でどうやって私と競うつもり？私は美月なのかに主名の剣術の真髄を教えて私の剣で彼女を勝たせるけど。 僕だって何も準備してないわけじゃない。ん？元気師匠もうちにプレゼントがあるの？美月さんが剣を習うなら使いやすい武器が必要だと思って徹夜で双剣を用意したんだ。急だったから職人に作ってもらう時間はなかったけど、できるだけ綺麗で重さも初心者向けのやつを選んだから美月さんが気に入ってくれたら嬉しいな。 Kurze Zeit später. Ja. どう、師匠たち、この格好似合ってる？ さすが私が選んだ服。あなたや私みたいな美少女剣士にぴったり。
雑談はこのくらいにして、授業を始めよう。ここにいるのは僕が呼んだ運気軍の教官。まずは彼と手合わせしてもらおう。いきなり実戦訓練？ちょっと厳しすぎない？あなたは弓の訓練をした経験があるから、武芸を習得する下地はできてるって聞いた。だから1時間目はあなたの基礎がしっかりしてるかどうか確認したいの。 ほら、一歩前に出て、あなたが想像できる一番手慣れた方法で剣を振るって攻撃する。獅子の動きの癖を知ってこそ、どこから始めて何を教えればいいのかわかるの。準備できたら私と戦おう。あ、わかりました。はい、レシパワーフンドライク4体。やっね、ランス。 Jetzt nicht gegen Schwerter effektiv. Wow. So, wow. Hab ich schon den Dings freigeschaltet. Ausgezeichnet. Oh nein, ich kann auch nicht auf sie. Na gut. Ich mir nehme mal ein bisschen erstmal hier weiter, Mann. Ne? Alles klar. Ich hoffe, ja, sie bekommt ein festes Level oder so. Ja, bestimmt, ne? Okay. So, keine Sorge, Fräulein Merz. Du bist mit dem Schwert immer noch umerfahren. Setze zunächst die Fertigkeit ein und lerne etwas von mir. Verstanden, ich bin hier. Ich bitte jetzt Meister Yang Qing, mir ein paar Tricks beizubringen. Was? Die Angriffe des Meisters können für... Okay, warte. Da konnte ich hab mich jetzt auf seinen Dings hier fokussiert. Boah. So, sie ist... Wo sehe ich das Level hier? Stufe 80. Sie ist Stufe 80. Ja, wegen Handlung, ne? Okay, sie ist auch imaginär. Ist auch nicht schlecht. Was soll ich mit ihm machen? Einfach angreifen? Genau, sie hat einen Konter. Ich habe sie übrigens oft genug nicht gespielt. Ich habe sie nur hochtrainiert. Losch. Sag. Ja, sag mal. Alles klar. Ich will den Ultimate sehen, kriege ich aber wahrscheinlich nicht, ne? Verstehe man nicht, was dieser eine Angriff gemacht hat hier. Wer macht denn ihre Fähigkeit hier? Er ist ein Verbündeter zum Meister werden. Wenn er seinen Sternangriff einsetzt oder Schaden durch einen verstärkten Sternangriff verursacht, wird basierend auf dem Pfad des Meisters der entsprechende Effekt ausgelöst. Die Gelehrsamkeit, die Zerstörung, die Jagd wird basierend auf dem Typ des Meisters zusätzlichen Schaden. Okay. Sie gibt einfach Meister Tee. Ja, ich glaube, ich werde ihre Ultimate sehen werde hier noch. Obwohl. Zeig mal. Okay. Okay, ja, geht noch weiter. Alles klar. Was? Der Angriff ist verstärkt. Oh, Double Demon Fang.
Mal ihr, ich weiß nicht genau, wie ihre Ultimate nochmal funktioniert. Ich glaube, wenn sie angegriffen wird, macht sie einen Angriff. Boah. Also sie bereitet einen super starken Linksangriff auf. Ja, ich merke auch gerade, Merz hat unten 3 von 7. Hm. So. Sag. Okay. Bisschen witzig, aber okay. Aber ich weiß auch nicht, was ich erwartet hätte. Als sie jetzt hier so super flashy Angriff hier auslöst, war ja irgendwie klar, ne? の剣術を習得するのにぴったりな素質を持ってるね。でも小手は精度に欠け、裏手は力が足りない。それに剣を振るう時の動作が雑すぎる。どれも初心者にはありがちな問題だけど、大丈夫。主命の剣法を学べば全部改善される。決めた。美月さん、次の授業から 足運びの練習をしよう。あなた本当に剣術を理解してる？それはこっちのセリフなんだけど、そもそも双剣っていうのは敵に素早く対応するために左右の剣でお互いを補い合う戦い方が特徴なんだ。足運びより重要なことなんてないじゃないか。戦場での強さは長所だけじゃなく短所も含めて考えなくちゃいけない。 双剣の短所は力が必要な点にある。両腕の力が足りなかったら、いくら足運びがうまくても意味はない。剣術は踊りじゃないんだから。ちゃんと訓練を受けた剣士なら、誰だって長所を生かし短所を避けることを知ってる。先に長所を伸ばして、それから短所を補うんだ。これこそ正しい訓練方法だよ。<笑> お坊ちゃんは本物の空想理論派だね。空想？僕が空想理論派？ケンナ、彼らは、アウフェン、ストライト。言葉が分かるなんて言ってた君は何になるのかな？空想社交派とか？え？まだ1時間目なのに、もう喧嘩してる！二人ともストップ！足運びも力の入れ方も、遅かれ早かれ全部勉強することになるんだから！正直どっちから先に始めても同じじゃない！ So, doch einfach ein Zimmer. So beginnt das Schwerttraining von 7. März. So, doch einfach ein Zimmer, ihr beiden. So, yay! Bin ich auf einen brandneuen Pfad, die Jagd. So, neue Jagd, die Jagd, neuer Pfad, die Jagd, zum Pfadwechsel auswählen. Ja, werde ich wahrscheinlich nie wieder umändern zu Preservation. So, und sie behält ihr Level ausgezeichnet. So, Problem ist, ich habe wahrscheinlich keine Dings hier. Wow. Okay, das ist cool. Dann haben wir ein Schild verwendet. Das heißt aber, sie bekommt noch mehr irgendwann, ne? Und was ist das jetzt bei meiner Hauptkarte auch so? Okay, ja, hier ist Level 80, hier ist meine März, ne? Ja. So. Ne, bei ihm ist das noch so. Oh. Wird bei ihm auch so haben. So, Problem ist, ich muss dann wieder neue Relikte und alles was haben. Und ja, da muss ich auch wieder alles hochleveln, ne? Ja, boom. Die paar grüne Dinger, die habe ich ja noch. Ich glaube, ich brauche die gleichen Sachen, die ich auch für Yunli brauche, oder? So. Wir brauchen diese Kugeln, jawohl. Diese Kugeln habe ich durch dieses Event irgendwann mal bekommen. Und die habe ich nicht gebraucht, weil ich halt nicht Bootel ab ausgezeichnet.
So, sieht man jetzt keinen Widerstand von Gegnern mit der Schwäche von den Typen 2 zu erzielen. Okay, diese Kugeln habe ich nicht gebraucht. Ich dachte, wir kriegen ja auch, wir brauchen ja die gleichen Klamotten wie für Yundi. Weil irgendwie im Event habe ich, glaube ich, irgendwie gesehen, dass man da... So, jetzt kommt es hier ein bisschen... ich benutze dann Hang nicht. Vielleicht kann ich ihnen hier das geben. Vielleicht könnte ich ihr das hier geben. Weil dann Hang benutze ich nicht. Je nach dem Kampf die Geschicklichkeit des Trägers um 12%, versuchten Schaden um 24%. Wenn der Träger Schaden leidet, wird dieser Effekt aufgehoben. Nach den Runden ist irgendwie, ja. Da habe ich normalerweise dann Hang gegeben, aber dann benutze ich nie. Von daher gibt es bestimmt irgendwas, was ich brauche hier. Das hier habe ich auch noch. Durch Standardangriff und Fertigkeiten verursachten Schaden. Ja, Fertigkeit macht ja keinen Schaden, ne? Ne, und den verursachten Schaden. Ich glaube, das ist eigentlich nicht schlecht. Ne? Das ist schon Level 80. Wäre perfekt. Das hier habe ich auch noch. Jan Chings persönliche Lichtkegel, aber habe ich noch keinen gebaut. Ich habe nicht so viele Jagdcharaktere, deswegen habe ich so viele von den Dingern ja. Mit den kritischen Schaden des Trias, ne? Erzielt Standardangriff, Fertigkeit, Schaden des Trias, wird gerade für eine Runde um der Werde. Ich glaube, das ist aber eigentlich das Beste im Moment. Ja, Relikte ist ein bisschen schwierig. Naja, was soll ich hier da geben? Ich weiß es nicht. Ich nehme einen imaginären Schaden, ne? So, da muss jetzt leider hier für eine Weile halten. Ich nehme ja nicht an, nachdem ich ja zwingen sie zu benutzen. Ich werde wahrscheinlich die Story-Version von ihr benutzen müssen, ne? Ja, aber gut, dass sie extra so ein Ding hat hier zum Wechseln. Wo ist sie da? Da will ich auch für meinen Hauptcharakter haben. Ist doch voll cool. Und Verwender können als Meister gewählt werden, um Verbesserungseffekt aus verschiedenen Schulen zu erlernen und starke Fähigkeiten zu erlangen. Okay. Na gut. Die Tage vergehen. Okay. Oh nice. Hey, das Bild kennen wir. Jetzt. Yundi hier was am Essen. Nicht gerade. Wie in ihrer Idle Animation. キミオの縁で2人の運気剣士の弟子になって剣術を教わることになったんだ。師匠の1人は前に会ったことのある元凶で、もう1人は聖州主命の海炎将軍の孫弟子の雲里ってこだよ。2人とも やだ。いや、俺ちゃって。代わりに炭鉱を引き込もうとしたら今度は元気を師匠にダメって言われちゃった。忙しいから、どうせ俺はうん、シュアターム。大変だからって逃げようと思ったことはないよ。たった数週間でうちの剣術は飛躍的に成長したしね。2人の師匠もうちを世にもまれな剣術の記載だって言って、我先にって感じで、それぞれの方法でうちを指導してくれてるの。 Frage mich, ob sie von da an mit den Klamotten rumläuft. Oder ob sie wieder zu ihren normalen Klamotten wechselt. Oder ob das irgendwie davon abhängt, welchen Dings ich ausgerüstet habe. In der Höhle ziehen die Tage und Nächte vor, während die Kampfkonzeremonie immer näher rückt. In der Höhle sieht da mehr als trainiert unermüdlich unter den Augen ihrer zwei Meister, bis sie fast die Arme abfallen. An diesem Tag nach ihrem Schwertkampftraining. よし、今日はここまで。双剣を操る技術もだいぶ上達してきたね。これなら演武天霊で誰と戦っても見劣りすることはないんじゃないかな。 Ich glaube, dann würde sie eher sagen. Ringで2人を倒せるチャンスもあったりする。何考えてるの？
ほんの少ししか訓練してないんだから、そんなことできるわけないでしょ。美月さんの素質を考えると、あと数十年くらい頑張れば運理を倒せるかもね。数十年、それじゃおばあちゃんになっちゃうじゃん。ダメダメ、まさか数週間でここまで様になるなんて。 昔おじいちゃんが剣法を教えてくれてた時、いつも満足そうに笑ってたのを思い出すな。本当に満足して笑ってたならいいけどね。うるさい、もうどっか行って。え、すまっち、いいね、ガンさん。いつもっち、ガンさん。ここまで来れたのは二人の師匠の教え方がうまかったおかげだよ。双剣はある程度扱えるようになったし、 もしもっと剣術を学びたいなら、他の選手の剣も試して感覚を磨いてみるのもいいと思うよ。マツミ、ディックシュワード。一番強い剣なんてない。いるのは最強の剣士だけ。あなたの元凶師匠は何本かの秘剣を操るのが好きだけど、 私はたった一本の剣しか使わずに探偵師で彼にギャフンと言わせたでしょ。第一に僕はギャフンなんて言ってない。第二に君なんか僕の相手じゃない。第三に誰が誰をギャフンって言わせられるか。ああ、そうとしたら、エンジマイン、すいま。乗った。私が勝ったら、 あなたはおとなしく演舞天霊の演舞台から降りること、いい？なんでまた喧嘩になっちゃうの？ここ最近は仲良くなってきたと思ってたのに。演舞台で勝負する予定だったラフト主命の将軍の協力して弟子を取ることになったと聞きましたが。 噂は本当だったようですね。演武天霊の開催日は明日に迫っているというのに、どうして自分の腕を磨くのではなく人に教えることに夢中になっているのですか？あなたは、そうだ、妖精から来た桃色狐。 Fuchs mit pinken Haaren. Nani waratte run deska? Kimi no ke datte momoiro janai deska? Boku wa shoukyu. Muss ein bisschen in Charakter sein mit ihr. No ishi o shite imasu. Wakatta. Anata yousei ga haken shita enbu tenrei no senshu de shou. Dakara koko ni kite watashitachi no gijutsu o nusumou. Ich dachte, er ist ein Heiler. Chigau? Chigaimasu yo. 僕は武術には詳しくありませんから、ただ将軍に言われて。突然すみませんでした。では、もう行きますね。剣術に詳しくないのに、どうしてさっき笑ってたの？ああ、ただ何を学べばいいのか迷っている美月さんに共感して、つい声をかけてしまったんです。 僕の経験から言えば、肉切り包丁、片刃包丁、彫刻包丁はどれも同じ包丁ですが、料理における煮る、炒める、煮る、揚げるといった調理法と同じように、それぞれの包丁は人が技術を発揮するために使う道具。各食材の特徴を考慮しなければならないのです。二人の剣術の授業を食材に合わせ、 弟子の才能に合わせて、より適した調理を、より適した技を教えるように、すれば彼女の成長スピードも上がるのではないでしょうか。例えば、チキンナスは揚げ物、石油唐辛子は煮込み料理に適していると言われています。つまり、食材の発掘ではなく、 Lehrlinge, lecker. Jetzt habe ich Hunger, jetzt habe ich Hunger, jetzt habe ich Hunger. Boah.
あなた医師なんだよね。なんで急に料理の話を始めたの。ただの例え話ですよ。僕が師匠から学んだのは戦士派という妖精独自の医術で食で病を治療することを好んでいるので、料理のこともすこしだけ知っているんです。つまりあなたは将軍の料理人ってこと。 医師です。医師になりたがらない料理人は将軍の幕僚にはなれません。いえ、いいでしょう。僕のことは料理人だと思ってください。君たちの目を見れば、僕のことを武術を語る貧弱な文人だと誤解しているのはわかりますですが、殺人術に詳しくないわけじゃないんですよ。なんと言っても。 Ich bin zwar ein Heiler, aber。君たちは僕が持っているこの薬が何か知っていますか。知らない。これは蝶地産、外域の珍しい植物。 幼なしから抽出した成分を濃縮した薬液です。毒薬？そうですね。医者の医師次第で毒にも薬にもなると言っておきましょう。これがあれば患者の折れた骨の髄を洗浄するとき、腹を切る手術をするとき、たった一滴で。 痛みを感じなくさせられる。です。ダブルティブス、ニッソン、グッドアインフルス。濃度。ドフリー、ドライ。投与する量を増やし、代謝が落ち、血液が凝固しなくなり、五感が失われる。老いにも病にも侵されない長命種だろうと。ドスメアクバリガービス、これ。これは人を救うことも殺すこともできる。君たちが握っている剣よりも。 多くの使い道があるのですよ。僕はやっぱり剣で勝負を決めたいな。その、確かにあなたを誤解してたみたい。あなたは貧弱な文人じゃなくて恥知らずな文人だった。おやおや、どうしたんです？急に人をけなしたりして。僕は薬の知識を広めているだけで。 毒を盛るよう誘導しているわけではないというのに。正久さん、毒の話をするとき興奮してたよ。正々堂々としてるのか卑怯なのかわからない人だな。うん。仮に今生きている卑怯者と正々堂々とした死者がいるとしましょう。死んでいる人が生きている人を卑怯だと訴えるには。 どうすればいいの？ 昇級さんは僕と雲里を甘く見てるみたいだね。僕たちはまだ子供だけど、戦場に出たことはある。これですが、それなら演武天霊がただ会場のにぎわいを競うものであることも分かっているでしょう。それなのにどうしてそこまで入れ込むのですか。演武天霊の守り人に選ばれた時、僕も将軍に聞いたんだ。雲騎軍の本分は 戦場で敵を撃つことなのに、なんで演武台の上で剣を振るって観客を喜ばせなきゃいけないんだって。将軍は戦場で剣を振るい、演武台の上で剣を示せ、一振りの剣を抜くことで百振りの剣の矛先を収めさせるんだって答えてくれた。演武天霊は武徳を示して方々に名誉を作る絶好の機会だ。 天霊の中で剣を抜いたり掲げたりしても、それで誰かを傷つけたりはしない。そうすることで剣だけじゃなく
運気軍の武徳と意義を示せるんだ。今の話は確かに理屈が通っていますね。僕が浅はかでした。元気君、実は僕ラフに来てしばらく経つのですが、まだ今回の演舞典礼の会場を見たことがないんです。君の話を聞いて興味が湧いてきました。もしよければ僕を会場に案内してくれませんか？強報館を見に行きたいの？そういえば雲里と美月さんも見たことなかったよね。わかった、今からみんなを案内するよ。 OK。 Okay, ich wollte gerade sagen. Gut, dann können wir ja hier einen Schnitt machen. Ich nehme an, ich kann hier einfach raus, ne? Und was haben wir hier? Boom. So, dann können wir hier. Hat sie ein neues Handy hier? Mit den Klamotten. Wie mache ich noch mal? Ja, ne? Hier will ich wieder hin. Perspektive gewechselt. Und ich habe sie jetzt, ne? Oder? Hier. Undi-shisho, uchi no shigyou no seika o mite. Genau. Also hier ein anderes Handy mit den Klamotten. So, ne? Geht ja ein bisschen komisch, ne? Mit ihren Klamotten direkt neues Handy und so kommen. Okay, ausgezeichnet. Ja gut, dann werde ich sie noch ein bisschen hoch trainieren nebenbei, ne? Ich habe ja noch ein paar Bücher ja letztens bekommen gerade, ne? Aber das wird wieder ein bisschen dauern. Cool. Ich habe jetzt auch, glaube ich, genug Parts erstmal für eine Weile. Ich habe jetzt 3 Parts, glaube ich, ne? Jetzt habe ich wieder Material für ein neues Intro. Gut, dann würde ich sagen, das reicht jetzt für das erste, ne? Ich werde versuchen, März auch ein bisschen hochzuziehen, weil warum nicht? Sie können wir ja gerne benutzen. Ne? Ich habe aber gedacht, wir kriegen sie. Bräuchte auch hier. Da ist gerade das jetzige Event. Man muss ja Fotos von so, Mülltonnen Leuten machen. Weil hier irgendwie war das. Ja, muss ich das weitermachen hier? Ne? Ja. Garten der Albträume. Ich weiß nicht, wo das genau ist. Irgendwie kann man ihre Eidolons auch hier freischalten, indem man das macht. Zeit begrenzt, kann doch nicht sein. Spielweise, keine Ahnung. Weil irgendwie habe ich hier gesehen, zeitlich begrenzte Belohnung. Ja, man kriegt diese Sachen hier, also diese Dinger braucht man für Yunli zum Hochleveln. Deswegen habe ich gedacht, man braucht die auch für März, aber anscheinend nicht für sie. Für sie braucht man die Klamotten, die man für Butel damals brauchte. Ja, weil er war ja auch Jagd, deswegen, ne? Stimmt. Die sind da nicht von Charakteren spezifisch, die sind ja von Pfad hier irgendwie angegeben, ne? Na gut. Aber ich für sie ein paar Sachen hier hoch leveln. So viel braucht sie ja eigentlich nicht, ne? Level 65, ja, das ist natürlich ein bisschen nervig hier. Aber das hier wird hier nicht so lange dauern, nehme ich an, weil ich so viele von diesen blauen Dingern ab. Anscheinend. Ja, da kommen wir, wie viel ich von den Dingern ab, ne? Davon kann ich alle in lila umwandeln, dann spare ich mir da ein bisschen Zeit. Und den Rest muss ich dann so. Da kann ich mich auch mit ihr ein bisschen vertraut machen vielleicht. Relikte, da wird natürlich wieder das Schwierigste, ne? Weil ich hier herausfinden muss. Aber das wird schon auch irgendwie machbar sein, ne? Irgendwann werde ich schon finden auf provisorische Weise, ne? Gut. Hast du eine Idle Animation, März? Ja. Irgendwas. Immer wenn ich will, dass die irgendwie auftauchen, dann tauchen die nicht auf.
Das ist immer, wenn ich irgendwie einen Charakter wechseln will, den meisten. Dann kommen die immer voll schnell. Ne. Wieso funktioniert immer, wenn ich will, dass die Idle Animations abgespielt werden, dann werden die nicht abgespielt. Oha. Na gut, da würde ich auch sagen, ich bin den Part hier, ne? In der nächsten Folge machen wir weiter und sehen weiter, wie es mit der Story von März hier weitergeht, ne? Und gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao.